über die Sendung. Franziska Drosel ist bei uns, Vorsitzende der Jusos. Viele, Frau Drosel, von den Linken träumen jetzt von Generalstreik und von Aufständen. Ist das eine Zeit für Klassenkampf? Glauben Sie an den Klassenkampf? Ich glaube, das ist keine Glaubensfrage, sondern ich glaube, das ist teilweise schon Realität in diesem Land, weil wir schon noch immer Interessensgegensätze haben, die die Gesellschaft strukturieren. Und ich meine sozusagen jetzt so Punkte wie Mitbestimmung und Löhne, da stehen sich natürlich schon auch Interessen gegenüber. Und die, sag ich mal, die Interessenskonflikte eskalieren mal eskalieren sie weniger. Aber ich zumindest würde mir derzeit schon eine neue Form von sozialer Bewegung wünschen, weil ich schon die Befürchtung habe, dass es nach der Krise einfach so weitergeht wie bisher. Und ich glaube schon, dass man erkämpfen muss, dass es jetzt tatsächlich soziale Regulierungen gibt. So, weil ansonsten läuft alles so weiter wie bisher. Für mehr Umverteilung von oben nach unten, für eine gerechtere Verteilung von Einkommen. Ich glaube, dafür muss man schon kämpfen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in der Krise dafür jetzt auch mehr Leute bereit sind. Und ganz alleine? Ganz alleine steht Frau Drosel da nicht.